freut mich für dich, dass du dein Dengue-Fieber wieder unter Kontrolle hast. Mit Cem ist es extrem sexuell. Ja, ich muss ständig an diese Affen denken, von denen du mir erzählt hast, diese Bonobos, die alles nur mit Sex lösen. Weil jedes Mal, wenn Cem und ich in irgendeine Diskussion kommen, dann... Verdammte Scheiße, dass du mich dumm genannt hast, geht mir echt immer noch total auf die Eier. Ja, mir auch. Jetzt lass mich gefälligst mal in Ruhe, ja? Du siehst echt scharf aus, wenn du meine Sachen trickst, weißt du das? Oder vorgestern Abend. Sie könnte sich wirklich etwas mehr bewegen. Sie? Hey! Im ersten läuft Länderspiel. Gib her. Das heißt, gib her. Es auf, werf rüber, gib her! Nein! Du weißt, was ich meine, hm? Ich sehe eine 24-Stunden-Doku, leg mal die Kamera weg. Ich nehme doch nur eine Videobotschaft für meinen Vater auf, okay? Mein Bett ist aber kein Fernsehstudio, okay? Nein. Nein. Das ist meine Cam, Cem. Nein. Oh Gott, es geht schon wieder los. Okay, als ich das an der holländischen Grenze gemacht habe, wurden sie stutzig. Das ist das erste Mal, seit Cem und ich zusammen sind, dass wir morgens keinen Sex gehabt haben. Oh, ich will auch mal wieder Sex haben. Im Ernst? Cem und ich haben ständig Sex. Wir kommen überhaupt nicht mehr dazu, irgendwas anderes zu machen, weil wir immer übereinander herfallen, wie die Tiere. Und? Genau deswegen habe ich beschlossen, dass Cem und ich jetzt erstmal keinen Sex haben werden. Weißt du, wir müssen unsere Konflikte auch mal irgendwie anders, irgendwie normal lösen. Und außerdem würde ich echt gerne wissen, was für andere Gemeinsamkeiten wir noch miteinander teilen. Ich glaube noch immer daran. Ich bin überzeugt davon, dass alles richtig war, dass alles stimmt. Und wenn es jetzt beginnt, ganz plötzlich ernst zu werden, plötzlich anders zu sein und die ganzen Beschwerden. Und wir sind ganz allein gegen den Rest. Ungesund, Mädchen, so viel Butter. Ich nehme immer Margarine. Ich habe in letzter Zeit immer so einen Pumper an der Seite. Ist deine Mutter eigentlich mal wieder aus ihrem Zimmer gekommen? Mhm. Wenn sie Costa und mir ihren Segen nicht gibt, dann kann ich nicht heiraten. Ach, Jamur, das ist doch gar nicht gesagt. Sie braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit. Ich verstehe sowieso nicht, wieso euch der Segen einer Frau, der es scheinbar völlig egal ist, was euch glücklich macht, so wichtig ist. Also, wenn mein Herz immer so poltert. Ja, Vater, Mädchen, gibst du mir mal die Leberwurst? Interessiert ja sowieso keinen, ob man hier abnippelt. Oh, Anne-Jim. Schön, dass du zum Frühstück kommst. Bitte setz dich. Mir reicht ein Glas Leitungswasser. Okay, ich rede mit ihr. KK, du bleibst weiter an der Wahlkampfstory dran. Good job bis jetzt. Okay, ciao. Go, ciao, bye. Und ich? Zieh dir endlich mal hohe Schuhe an, mir tut schon der Nacken weh vom Runtergucken. Für dich habe ich ein Interview. Mit wem? Schauspieler. So called zumindest. Und wie heißt der? Weiß ich doch nicht, bin ich die 14-Jährige oder du? Sturm der Liebe oder GZ-Pisz oder was weiß ich. Das ist Alfonso Loza, der ist aus dem Marienhof, das habe ich früher immer geguckt. Too much information. Du triffst ihn morgen 9:30 am Set seiner neuen Serie. Be prepared. Ümit, Jamur und Metin brauchen dich. Du bist schuld daran, dass meine Enkelin in Sünde leben will. Ihr deutsche Frauen haltet euch doch alle für was Besseres. Mit euren aufreißenden Kleidern, mit euren teuren Autos. Ich kaufe Secondhand und mein Golf ist 17 Jahre alt. Jetzt habe ich diese Öko-Plakette wieder vergessen. Eine Frau hat zu Hause zu bleiben, für Mann und Kinder zu sorgen. Statt durch die Gegend zu fahren. Ich bin immer zu Fuß einkaufen gegangen.
Ich kaufe hier für eine Großfamilie ein. Glaubst du, dass ich das alles tragen kann? Ja, ja, ihr macht das, wie ihr wollt. Ihr macht Herbertstraße, ihr fahrt schön Auto wie Prinzessin. Was hat denn die Herbertstraße mit Autofahren zu tun? Willst du damit sagen, wer Auto fährt, ist eine Prostituierte? Ja. Und Mädchen ist mein Zuhälter. Oder was? Ich werde Sünde nicht unterstützen. Und bis Jamo nicht zur Vernunft gekommen ist, habe ich keine Enkelin mehr. Die Familie ist zerstört. Wie soll ich denn heiraten, wenn ich keine Familie mehr habe? Alfonso Loza. Ist er nicht zu blöd, um ein Interview zu geben? Nee, der ist total geil. Awesome. Was kriegt ihr für eine eigene Serie? Steht da. Berlin, Berlin Reloaded. Cool. Lolle war mir sowieso immer ein bisschen zu lollig. Ich meine, hallo, wer will denn schon Grafikdesignerin werden? Oh mein Gosh. Du hast seine private Handynummer? Ja, sonst könnte ich mich ja wohl kaum mit ihm verabreden. Speichere ich dir gleich mal ein. Was willst du denn jetzt eigentlich mit Jem machen anstatt? Du weißt schon. Ja, keine Ahnung. Aber wir werden schon was anderes finden. Ich meine, hey, andere Paare haben auch nicht den ganzen Tag lang Sex. Wer außer uns macht sowas noch? Viele, Jem, viele. Wenn ich lieber nach oben gehen und uns ein bisschen ins Bett kuscheln und... Nein, Chef. Wir können auch mal was anderes machen, was nicht körperlich ist, hm? Warum? Weil... Mein Gott, weil wir uns auch mal unterhalten können. Oder ist es so schlimm, Zeit mit mir zu verbringen, wenn ich angezogen bin? Ich muss aufs Klo. Überleg du dir, was du legen willst. Ich komme gleich wieder. Und hey, wer du guckst. Was willst du jetzt machen? Costa, könntest du gleich mal kommen? Ich bin so traurig. Ja, okay. Ich habe ihn zuerst gekannt, also ist er mein Sklave, kapiert? Wir lauern den beiden auf und dann erwischen wir sie in flagranti. In flagranti, was? In flagranti, Schwacho. Das ist Französisch für bei der Sache. Du kannst auch auf mich zählen, Mann. Ich bin dabei. Voll krass dabei, Alter. Tschüss, geh dann. Dorkhöft heute Abend. Los, her, Mann. Moment. Dein Vater hat dir Autoverbot gegeben, bis du das Wohngeld bezahlt hast. Das weißt du. Ja, und? Ich will das Auto gar nicht nehmen. Ich muss los jetzt. Wenn du es schon nachts heimlich nimmst, dann sei wenigstens so clever und parkst wieder da, wo es vorher stand. Oder häng zumindest den Schlüssel zurück, bevor ich es merke. Alter, was laberst du? Da hängt er doch. Mann. Ja, und da habe ich mir gedacht, Grafikdesigner ist eh total cool. Also wieso nicht? So eine geile Chance und Remake, hä? Total. Und wie war das Casting? Hey, du Schissen, ich krieg die Rolle bestimmt nicht. Ich hab sowieso keinen Bock mehr auf Serie. Ich mach jetzt nur noch Kino. Ciao. Ciao.
Okay. Und dann soll ich dich noch fragen, nimmst du Koks? Täglich? Okay, irgendwelche Enttäuschungen in der Kindheit? Ja. Ich wurde viel geschlagen. Und dann wurde ich mit 3 halt ausgesetzt. An der Autobahntankstelle. Spaß! Okay. Hast du eine Ahnung, wieso so viele Frauen auf dich stehen? Hausfrauen? Wollen halt Waschbretter. Ist doch klar. Ja. Aua, hör auf, Mann. Jemand anders wird gleich noch viel mehr Schmerzen haben. Ja, ich geh da mal ganz kurz auf die Toilette. Okay. Herr, kommt. Auf die Stühle hier. Wenn er rauskommt, hältst du ihn fest und zieh ihm die Tüte über den Kopf, ja? Alles klar, Mann. Was genau wird denn das hier bitte? Ah, super. Hier in der Garderobe, da muss echt mal richtig geputzt werden. Könnt ihr euch da mal drum kümmern? Danke, Jungs. Ciao. Ciao. Wir haben einen Tag keinen Sex. Du glaubst wirklich, ich habe eine Affäre. Ich habe die SMS gelesen und da stand Alfonso im Haus. Das war ein Scherz. Das hat Kathi so eingespeichert. Und überhaupt, das guckst du in mein Handy. Bist du bescheuert? Merkst du nicht, wie stumpf du im Kopf geworden bist? Mann, du musst endlich mal deinen Arsch hochkriegen und irgendwas machen, damit deine kleinen grauen Zellen wieder ein bisschen mehr gefordert werden. Aber was soll ich denn machen? Keine Ahnung. Was weiß ich? Such dir einen Job zur Abwechslung, anstatt meinen zu ruinieren. Wie wär's denn damit? Was machst du denn schon wieder für ein Gesicht? Ich hab gerade an dein Essen gedacht. Ich denk, der ist beim Sport. Jim? Bist du da? Ich bin beim Putzen und auf den Schalter gekommen. Keine Ahnung, wie das wieder ausgeht. So, es wurde Zeit, dass da man jemand fischt. Der arme Junge. Du lässt sie von ihr vorschreiben, was du zu tun hast? Sie hat ja irgendwie recht, Mann. Vielleicht sollte ich echt mal langsam meinen Arsch hochbekommen und irgendwas für meine Zukunft machen oder so. Was? Sie sitzt voll auf dem Driver's Seat, Alter, und du bist nur Passenger's Seat. Sie hat das Steuer voll in der Hand, Alter. Aber du musst labern, ne? Du hast meiner Schwester einen Heiratsantrag gemacht. Wie Passenger's Seat ist das denn bitte? Weißt du? Früher hatte ich einfach Schluss gemacht bei sowas. Und heute hofft man, dass die einen nicht stehen lassen. Weißt du, was passiert ist? Mit uns geht's abwärts. Wir sind voll erwachsen geworden, Alter. Richtig. Mhm. Ja, verstehe ich. Okay, danke. Ich schicke dich mal ein Vorstellungsgespräch. Das ist doch gar nicht so schlecht. Frittenbude sucht motivierten Immigranten. Korrekter Stundenlohn sogar. Naja, Job ist Job. Ja, aber das kannst du dir nicht erzählen. Für Frittenbude lässt sie dich stehen, Alter. So sind die deutsche Frauen eben. Stelle Miss Müller. Hallo. Hallo. Rufen Sie wegen der Anzeige an. Frieden? Mann, Cem, ich will mich doch auch nicht streiten. Aber so geht's auch wirklich nicht weiter mit dir und mit uns und... Ich hab einen Job. Im Ernst? Ja, Cem, das ist doch toll. Wo?
Management. Was für ein Management? Gastronomie. Was guckst du denn jetzt so? Du wolltest doch, dass ich mir was suche. Jetzt habe ich was und du freust dich nicht mal. Cem, ich freue mich. Wirklich, ich freue mich für dich. Ich bin halt nur überrascht, dass das alles so schnell geklappt hat. Und alles ganz ohne Bewerbung und so. Ja, ich habe die Anzeige in der Zeitung gelesen, so ein Restaurant. Ich bin dahin, habe gesagt, hey, ich bin Cem, ich kenne mich aus. Und schon hatte ich 2 Wochen Probezeit. Vertrau ihm, Lena. Vertrau ihm. Ganz, ganz viel Glück und Erfolg. Und egal, was passiert, nicht vergessen. Ich glaub an dich. Hm? Ja, komm mal ab jetzt. Ich habe dir dein Hemd gebügelt. Das doch nicht. Das hat doch volles Loch da vorne. Hab ich gestopft? Wow. Du kannst das Fred Perry-Logo sticken? Damit habe ich in Istanbul meine Witwenrente aufgebessert. Die deutschen Touristen lieben sowas. Ich mache dir alles. T-Shirts, Logos, Trainingshosen. Sackbuff, kein Problem für mich. Ich kann auch Ben Sherman, Carhartt, Knight, Krokodilmarke und diese kleine Polospiele mit Pferden. Danke, Baba Anne. So, wie lange willst du noch rumknoten? Nimm mal ein bisschen hin. Zack, zack, hier. 5 Minuten früher kommt das nächste Mal. 5 Minuten vor der Zeit ist die deutsche Pünktlichkeit. Verstehst du? So, kannst du Burger machen? Lass es doch unser Pool hier erklären, und zwar Dalli. Ey, was ist denn mit dem los, Mann? Ey, bleib ruhig, Mann. Hier, der Typ ist ein Arsch. Aber wenn du Kohle machen willst, darfst du es mal auch nicht aufreißen. Okay? Anstatt euch am helllichten Tage zu betrinken, könnte mich eine von euch lieber mal zum Arzt fahren. Was hast du denn? Ach, er ist eifersüchtig, weil sich im Moment alles um Oma Istanbul dreht. Ich weiß, dass du Aufmerksamkeit willst, Vater, aber im Moment haben Diana und ich etwas sehr Wichtiges zu tun. Eine Beerdigung ist teurer als eine neue Medikamenteneinstellung. Ich weiß, Vater. Und jetzt Dachboden. Kommt. Oh. Oh. Hm. Nehmen wir mir gerade ein Schlückchen mit meiner Schwester. Willst du auch was? Das ist gut für den Kreislauf. Alkoholiker, Amanama. Schneider, Özel. Was? Ein Unfall. Mein Mann und meine Tochter Yarmur. Oh Gott, ich komme sofort. Halt! Du kannst nicht fahren, du hast getrunken. Gib mir die Schlüssel, ich fahre. Wo sollen wir hinfahren? Wo ist das Krankenhaus? Ich kenne nur Schnellstraße. Wir sind genau da, wo ich dich haben wollte. Bist du jetzt total verrückt? Was redest du? Guck dich doch mal an. Sieht so jemand aus, dem sein Sohn und seine Enkelin total egal sind? Oder jemand, der es unmöglich findet, wenn Frauen Autos fahren? Verdammt. Ich hab mich angelegt. Was ist denn hier eingeschlafen oder was? Ich brauch 2 Cheeseburger und extra Bacon und 2 Pronto oder sprecht ihr hier nur noch Türkisch? Alter, ich beeil mich schon. Alter, habt ihr das gehört, ja? Der Türke, der hat mich hier gerade angekackt. Alles in Ordnung, Chef. Er wollte Sie nicht beleidigen, ganz bestimmt nicht. Ja, das will ich aber auch hoffen. Dämliche Asylanten, komm hierher und glauben, Sie können sich alles erlauben. Halt's Maul, okay? €5, Mann. 5 Euro für einen richtig geil beschissenen Tag. Naja, wer so ein Markenschirt zur Arbeit tragen kann, dem kann es so schlecht nicht gehen. Ein Samen für einen 10er. Im Ernst? Ja, wieso? Kannst du noch mehr davon besorgen? Was bist du, Pole? Ja, woher weißt du das? Pass auf. Ich bestell 20 vor. Zahl 100 an. Der Rest nach Lieferung. Und wenn du Autoradios oder CD-Wechsel besorgen kannst, wäre ich auch interessiert. Früher haben Erdal, mein Mann und ich immer Ausflüge gemacht.
Ich habe neben ihm gesessen und ihm Orangen geschält. Erdal hat immer gesagt, ich wünsche mir so lange zu leben, bis der Tag kommt, an dem es ganz normal ist, dass auch Frauen Auto fahren. Dann sitze ich gemütlich neben dir und schälte Orangen. Wer Auto fährt, kann auch trinken. Ich bin mir sicher, dass er stolz wäre, wenn er wüsste, dass seine Frau heimlich und gegen alle Traditionen fahren gelernt hat wie der Teufel. Ich sage Mädchen und Jamo nichts, aber du weißt, was du zu tun hast. Erpressung! Bist du vielleicht doch ein bisschen türkisch, ha? Yağmur, komm mal her. Wenn du diesen Costa so liebst, dann... Liebst du ihn auch? Zumindest bringe ich ihn dann nicht um. Wie war dein erster Arbeitstag? Oh nee, du bist gefeuert worden. Quatsch. Ich habe eine kleine Überraschung für dich. Dreh dich mal um, ich muss die Augen verbinden. Okay. Das ist die Stelle, an der Tine Wittler irgendwas hellgrün oder rosa gestrichen hat und mit ihrem fetten Arsch noch die letzten Vasen auf dem Tisch hin und her schiebt. Schnauze jetzt mal. Kann ich's abnehmen? Ja, Mann. Okay. Ist das Hummer? Ja, ich dachte, wir feiern mein erstes selbstverdientes Geld. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dass ich das noch erleben darf. Darf ich bitten? Okay. Jim, ich muss dir was gestehen. Ich habe bis eben nicht wirklich daran geglaubt, dass du einen echten Job hast. Ich dachte, vielleicht schämst du dich, um mir zu sagen, dass du in einer Frittenbude arbeitest. Schon okay. Aber jetzt bin ich wirklich sehr stolz und beeindruckt von dir. Ich weiß nicht, ob ich es kann, weißt du? Ich muss morgen wieder früh raus in die Arbeit und... Versteh schon. Du glaubst, war egal, alles, oder? So, Fati, jetzt haben wir auch wieder Zeit für dich. Was hast du denn so Dringendes auf dem Herzen? In letzter Zeit, da habe ich... Schwarti, was... Der tut doch nur so. Lass ihn los. So gut spielt er doch nicht. Fati! 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 Jedes gefälschte T-Shirt verkaufe ich für 20 Euro an den Polen. Was machen die da? Also, entweder wir beide kommen ins Geschäft, Mulatte. Mulatte? Jimmy! Das ist ein Fünf-Sterne-Hotel. Ihr seid kriminell! Babane! Jetzt kommt die Hose. Es ist so einfach, zu jemandem zu sagen, dass man ihn nicht ausstehen kann. Aber es ist so schwierig, jemandem zu zeigen, dass man ihn gern hat.